Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Last of Us Part 2 und das am 24.05. Quatsch, 6.2020. Ja, wir sind das letzte Mal hier in den Flashback von Ellie und Joel geschlüpft, um halt herauszufinden, was sie hier halt in den Museen so entdecken. Und wer dabei sein möchte, kann gerne ein Like dalassen und ein Abo als Unterstützung und weiter geht's. So, Ellie, gucken wir uns mal hier um. Was ist das hier? Tierwelt. War doch was, oder nicht? Ich war mir ganz sicher, hier waren noch Gegner. Ja, mal gucken, wie lange wir heute aufnehmen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Der braucht eine Umarmung. Und darum gucken wir mal. Es ist dunkel hier. Ah, warum sind wir jetzt im Flashback-Land, obwohl wir eigentlich in der Gegenwart sind? Was sind wir hier? Komm raus, Die Arschloch. Versprengten, die sich ins Lager geschlichen haben, sie wollten nur etwas essen. Ja, ist ja klar, wenn man in Hungersnot ist, dann will man natürlich irgendwo essen. Logisch eigentlich. Worüber? Aha, können wir da nicht hin? Aber was steht hier? Die Leute. Okay. Alles klar. Nehmen wir mit. So, ich gucke jetzt mal, wie ich jetzt hier weiterkomme. Hier rein. Mitnehmen. Auch nicht. So, was haben wir hier? Oh, viele Dokumente, alles für mich. Was haben wir hier? Wir wollten das Leid beenden. Wir wollten die Menschheit retten. Jedes Mal, wenn wir einen Teil von uns geopfert haben, sagt unser Anführer, das ist es wert. Hä, wieso? Jetzt haben wir uns aufgelöst und nichts kann unsere Sünden mehr entschuldigen. Ich dachte, hierher zu kommen, würde wieder irgendetwas in mir entfachen. Einen Sinn. Meine Eltern sind so gern mit mir hier gewesen. Es ist eine meiner frühesten Erinnerungen von dem Ausbruch von der ganzen Grausamkeit und Brutalität. Diese Erinnerungen haben mich nur noch wütender gemacht. Ich will in dieser Welt nicht mehr leben. Ich kann die Person nicht mehr ertragen, zu der ich geworden bin. Wie mir zum Beispiel. Nein, kleiner Spaß. Was sind wir jetzt? Warum ist es hier so dunkel? Warum eigentlich? Dämliche Fake-Viecher. Rüber. Was zur Hölle? Wildschwein oder ein Eber? Ich bin hier. Was war das denn? Nur irgendein Tier. Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Na komm. Warum stand da Lügner? Wofür? Hat das irgendwas zu bedeuten?
War das alles ein Traum oder was? Ja, anscheinend. Ich habe so ein ganz komisches Gefühl hier. Irgendwie, ja. Wir waren ja gar nicht im Flashback von den beiden. Naja, doch, waren wir ja schon, aber ich glaube, das hat sie einfach im Endeffekt alles geträumt. Ich finde das so hochinteressant, einfach. Bin mal gespannt. Hä? Ist sie nicht mehr da? Wo ist Dina bitte hin? Jetzt bin ich mal gespannt, wo sie hin ist. Sie ist nicht mehr hier. Sie ist bestimmt ganz oben. Es hat ja aufgehört zu regnen, glaube ich. Hier. Oder? Hier. Findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Eine Verbindung war lose. Die Antenne. Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen. Er wird vermisst. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Das hilft. Hör mal. Letzte Nacht, das... Das war dumm. Verluste gemeldet in 14. Alle verfügbaren Einheiten melden. Over. Hier Standort 13. Einheit Lima in der Nähe. Wie viele Stars habt ihr? Over. Negativ. Keine Stars. Männliche Eindringlinge. Bewaffnet. Männliche Eindringlinge? Tommy, wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hellcrest. Okay. Dina? Ja. Nicht gut. Hey. Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Warte. Gib her. Als Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon.
Na, es muss mir Dina zurücklassen, weil es einfach nicht mehr mit ihr geht. Ja, richtig. Dann mal, was ist das hier? Allen Anweisungen von VLF-Soldaten ist Folge zu leisten. FEDRA-Kolal-Operateure werden exekutiert. Für das Verlassen der zugewiesenen Zone ist eine Genehmigung erforderlich. Die Sperrstunde bleibt bis auf Weiteres in Kraft. Ja, so ähnlich wie Coronavirus. Tja, was sind wir hier? Ich hab so ein ungutes Gefühl hier bei der Sache. Nee. Aber was soll ich denn jetzt hier suchen? Da könnte ich auch hin. Aber wofür denn? Wofür kann ich hier hin? Abkürzung. Hier durch. Na, wissen die was mit? Oh, noch besser, komm. Was mache ich denn da diesmal? Stabilität, Rückstoß, Schaden. Ich überlege. Ich finde das Spiel einfach sehr genial. Ist es auch. Es ist sehr gut. Ich will es nicht in den höchsten Tönen loben, aber es ist einfach von der Umsetzung her sehr genial. Ich finde es sogar bisher besser als Teil 1. Weiß ich nicht warum. Aber ist so meine Meinung mal. Was brauche ich hier noch? 60 Stück? Oh, auch noch einiges, da fehlt immer noch das. So, lass mich nachdenken. Ich würde sagen Heilung. Da könnten wir mal eins machen. Zack. Ja. Perfekt. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Du bist der beste Klickerkiller in der ganzen... Das ist nicht schlecht. QIZ. Was? Der soll der beste Klickertöter sein? Nee, das glaube ich nicht. Okay, und was hat denn der da... Schöne Trophäe. So... Haben wir jetzt hier alles? Ich... Nein. Halt. Und hier unten? Nehmen wir auch mit. Perfekt. Wollen wir mal sehen, was wir heute noch schaffen werden. Ich hatte heute vor, weiterzukommen. Definitiv heute. So, hier sind wir jetzt durch. Was haben wir hier? Auch noch ein Raum. Okay. Gehen wir mal hier rein. Hier sind doch keine Gegner, oder? Nö, hier ist nix. Schade.